Tschanobe und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Wie ihr sehen könnt, geht es heute nach einer kleinen Pause mal wieder um unseren Schätzchen LR Vegeto. Und zwar möchte ich mich heute damit auseinandersetzen, nachdem wir auf JP den Tech Vegeto bekommen haben, ob LR Vegeto an sich überhaupt noch so gut funktionieren kann. Und das ist jetzt der zweite Aufnahmeversuch, weil ich habe gedacht schon, dass ich recht viel reden werde, aber das war echt viel. Nach der Hälfte hatte ich erst 10 Minuten und... Also, nach der Hälfte von Sachen, die ich gesagt habe, war ich schon bei 10 Minuten. Ich muss das kürzer fassen. Dementsprechend versuche ich es hier auch kürzer zu machen. Es soll allen darum gehen, dass ich erstmal den Vegeto, wie ich ihn mir vorstelle, mit dem hier vergleiche. Wir haben ja schon so Ansätze, die wir dann weiter uns vorstellen können. Und dann, wie ich mir vorstellen kann, dass er in Teams anders funktioniert. Aber zum Start erstmal, wie gesagt, der allgemeine Vergleich. Und zwar habe ich hier so ein kleines Dokument angelegt. Das habe ich schon mal vor einem Monat oder so gezeigt. Und da habe ich jetzt noch eine Kleinigkeit dran geändert, aber die nehmen wir jetzt erstmal zum Vergleich. Das komplette Video beruft sich also auf das hier. Weil das sind die Sachen, so kann ich mir LR Vegeto vorstellen im Endeffekt am Ende. So kann ich mir vorstellen, dass er rausgebracht wird, abgeleitet von den vorherigen Formen. Und die möchte ich mit dem hier vergleichen. Fangen wir erstmal mit meiner LR Vegeto-Idee nochmal an schnell. Meine Idee war halt, dass er Stats so 15.000 AP hat, 17.000 Attack und ungefähr eine 9.000er Defense. Sein Leader-Skill ist... kann man sich schon denken, Super-Type Key plus 3 jetzt und HP, Attack and Defense plus entweder 77%, weil das in Japan so eine angesehene Glückszahl ist, oder 90%, weil das schon bei den LRs oft benutzt wurde und ich mir vorstellen kann, dass sie auch hier wieder die 90 benutzen, je nachdem wie OP sie ihn machen wollen wirklich. Und das ist halt ganze Zeit schon die Frage, wie OP werden sie ihn machen. Darauf muss ich die meiste Zeit aufpassen. Die Super-Attack habe ich jetzt mal umbenannt, damals war sie Big Bang Attack, Feinde Kamehameha wird wahrscheinlich sinnvoller sein. Oder Spirit Sword und dann die Ultra Super Tech Final Kamehameha. Race Attack and Defense würde ich sagen in der normalen Ulti und vielleicht bei der Ultra Super Race Attack and Defense für alle oder ein Attack Boost allgemein irgendwie für 20-30% für denjenigen, der nach ihm angreift. Ist recht oft eine Vegeto-Mechanik gewesen, muss man sagen. Und die Passive. Da wird es nämlich interessant. Seine Passive in der vorherigen Stufe ist Attack Defense 60%, Key bis zu 8, je nachdem wie viel Leben du noch hast. So, die Passive in dieser Stufe habe ich so eingeteilt. Attack and Defense entweder 90 oder 80%. Da bin ich mir noch unsicher. Aber ich bin mir sicher, sie werden nicht bei 70 bleiben. Das klingt wenig. Und Raise Key up to 12 Key. The less HP remaining, the greater the Key Boost. Heißt, auch hier halte ich mich wieder da und habe das Key nur leicht erhöht. Kann auch sein, dass bei 10 irgendwie so... Hätte immer jetzt so eine Spekulationssache. Ich kann mich dann orientieren, aber ich weiß es nicht. Und da ist das Ding Counter. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie den Counter noch einbauen werden, weil ich dachte, sie werden keinen Vegeto ohne Konter rausbringen. Die japanische Version hat mir jetzt hier aber das Gegenteil gezeigt, weil wir haben einen Vegeto Blue ohne Konterfähigkeit. Heißt, den habe ich ausgeklammert. Und warum, zeige ich euch gleich auch nochmal. Es könnte ja sein, ey, dass sie den jetzt drin lassen. Sie müssen ja nicht rausnehmen, weil der den nicht hat. Ich habe dafür meine Gründe. Wir vergleichen jetzt nämlich mal mit diesem Vegeto Blue. Der boostet Super Types Key plus 3, HP Tech Defense plus 120%, wenn man ein Super Rainbow Team hat. Heißt, jede Farbe. Heißt, wir sind eingeschränkt. Aber das ist okay, sonst wäre es zu OP. Die Ulti raised auch Attack and Defense und macht immensen Damage. Immens hat wohl einen besseren Multiplier als Kolossalen, muss ich hier anmerken. Wenn ich das richtig verstanden habe damals. Mit der Passive hat er eine Great Chance, eine zweite Attacke auszulösen. Nein, bis zu zwei weitere Attacken auszulösen, neben seiner eigentlichen. Deutsch. Nochmal, mit seiner Passive hat er eine großartige Chance, zwei weitere Attacken auszulösen, neben seiner eigentlichen Attacke. Und beide davon haben eine Chance, eine Superattacke zu werden. Des Weiteren kriegt er einen 15%igen Attack Boost jedes Mal, wenn er angreift. Das geht bis zu 150%, also 10 Attacken. Gut. Gut, gut, gut. So viel dazu. Jetzt vergleichen wir. Ich kam zu dem Schluss, dass Vegeto Blue JP zwei große Fähigkeiten hat mit seiner Passive. Einmal, dass er halt noch eine extra Attacke machen kann, die halt eine Ulti werden könnte. Und dass er einen Attack Boost kriegt, der bis zu 150% geht. Beim alten Vegeto Blue war es auch das mit den Ultis und dass er kontern kann. Er hier hat das mit den Ultis und den Attack Boost. Heißt, Vegeto Blues, habe ich jetzt mal so das Schema erstellt, haben zwei große Fähigkeiten. Unser Vegeto hat schon seine zwei Fähigkeiten in der vorherigen Form. Einmal den Attack und Defense Boost, der sich wahrscheinlich jetzt um die 90-80% handeln wird dann. Und das Raisen vom Key. Das sind seine zwei großen Sachen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dort jetzt noch etwas dazu kommt.
Heißt, dementsprechend kann ich mir gut denken, dass sie den Konter an der Stelle weglassen. Ja. Und jetzt nochmal der Karten an sich Vergleich. Wenn die Stats ungefähr so stimmen, wie ich sie hier habe, gibt es da nämlich auch nochmal einen enormen Unterschied. Weil das sind die Base Stats, wie ich sie mir vorstelle. Und das sind Vegetos Base Stats. Das plus 2000 sind die Dupe Stats. Das plus 2000 sind Vegetos Dupe Stats. Das hier sind Vegeto Blues JP maximale Stats. Wie ihr sehen könnt, sind sie fast wie meine Stats hier, nur dass die HP ein bisschen höher sind. Wenn ich also richtig liege, und bei einem LR könnte das sein, ich kann mir gut vorstellen, aber dass es nochmal ein Stück niedriger ist, weil es ist trotzdem nur free. Wenn ich aber trotzdem so um den Bereich 1000, vielleicht ein bisschen weniger, richtig liege, startet LR Vegeto Blue, sagen wir mal, im Max Dupe System mit ungefähr 19-20.000 Attack an sich. Der Vegeto hier startet im Max Dupe System mit 17.000 Attack. Obwohl, ich weiß nicht, wie viel. Na doch, 20.000, das sind 3.000 Attack Unterschied, sagen wir mal. Gut, mit so einem Unterschied von Attack starten wir schon mal. Dazu gesagt, LR Vegeto wird man einfacher auf 100% bringen als ihn hier, weil ihn müsst ihr ziehen. Und auf diesen Unterschied baue ich jetzt auf. Weil Vegeto hat insgesamt einen 150%igen Attack Boost. Ja. Mein Vegeto hier hat insgesamt vielleicht einen 80%igen, er insgesamt 150. Mein Vegeto kriegt diesen Attack Boost plus Defense direkt am Start des Turns. Er hier braucht insgesamt 10 Attacken, bis er seine komplette Energie ausschöpfen kann, bis er komplett den maximalen Schaden anrichtet. Was recht schnell passiert wegen den Additionals, aber trotzdem. So, des Weiteren kriegt Vegeto hier, den ich habe, recht schnell noch Ki dazu, je nachdem wie viel Leben er hat, heißt er kommt einfacher auf die Ultra Super. Heißt, noch einfacher mehr Schaden. Er hier kriegt nicht irgendwie Ki dazu, er muss halt auf die Additionals bauen. Ich finde, sie ähneln sich sehr. Was er sich hier supportet mit dem Ki, supportet er sich selbst mit den Additional Attacks. Heißt, er hier kriegt direkt als Start of Turn einen Attack Boost, der, da er ungefähr 90-80% betragen wird, sogar recht hoch ist da, weil wenn wir jetzt zum Beispiel von 20.000 Attack, sagen wir, das wird als Start of Turn schon mal, du startest mit 50.000 bis 60.000 Schaden, weil du schon einen Neogott wieder hast. Und dann darauf nochmal 90% circa ist eine Menge Schaden und die kriegen wir direkt. Direkt, ohne Ulti oder sonst was. Unser Vegeto hier startet auch ungefähr so mit 40-50.000, sagen wir mal. Und seinen maximalen Damage kriegt er aber erst, wenn er halt ein paar Mal angegriffen hat. Heißt, er hier hat weniger, aber macht diesen direkt. Er hier hat mehr, aber braucht dafür ein bisschen. Ich finde, das ist ein recht schöner Unterschied, auch wenn er nicht allzu sehr ist. Aber finde ich, so kann Vegeto hier LR auch noch funktionieren. Er ist halt eine schnellere Einheit, er hier braucht länger. Jedoch ist er trotzdem super. Aber er ist auch eine summonbare Einheit. Und dafür, dass der Unterschied, wie es aussieht, vom Damage her gar nicht so weit auseinander liegen müsste, ist das gut. Und falls einer was meint, ja, durch seine Additional Supers wird er ungefähr 2 Millionen mehr machen. Aber ich meine ja, für eine Free-to-Play-Einheit ist der Unterschied gar nicht so schlecht. Versteht ihr? Ich hoffe es. Heißt also, Vegeto LR kommt schneller zum Damage, er kommt schneller zum Schaden und macht recht guten, und dabei ist er Free-to-Play. Und er hier braucht ein Stückchen länger, macht aber auch sehr viel Schaden, aber ihr müsst dafür sammeln. Darum ging es mir erstmal im Hauptunterschied. Heißt, Vegeto ist an sich trotzdem noch eine stabile Karte, die seinen Nutzen finden kann, auch wenn er hier kommen wird. Und jetzt der zweite Punkt, die Teams, in denen er seinen Nutzen finden wird. Ich möchte einmal erstmal dieses Team hier zeigen, was mit beiden möglich ist. Das ist ein Full-LR-Team und gleichzeitig ein Full-Rainbow-Team. In dem Falle ist unser Vegeto Blue von JP hier weit voraus, da er 120% gibt. Was aber auch nur möglich ist, da sie halt alle eine Farbe haben. Möglich wird das nicht mehr, sobald man, hier das soll jetzt LR Vegeto darstellen, sobald man eine Farbe doppelt hat. Heißt, in diesem Team, dieses Team könnten wir mit Tech Vegeto nicht benutzen. Es würde nicht gehen. Jetzt sagt man sich natürlich, man muss ja auch nicht jetzt von ihnen Dings eine haben. Stell euch jetzt mal vor, ich möchte gegen ein INT-Event spielen, aber nicht mein monophysisches Team nehmen, weil halt die ersten drei Phasen STR sind. Da nimmt man meistens halt irgendwie ein Category-Team oder sowas. Aber machen wir es mit dem Super-Team. Da nimmt man sich halt natürlich lieber zwei physische Einheiten mit, noch eine AGL-Einheit zum Tank und Damage machen. Gogeta ist auf alles effektiv und Goku allgemein linkt recht gut hier drin und ist auch eine Damage-Maschine. Da braucht man jetzt einen Charakter, der alle boostet. Ja, schon, natürlich, es ist so, dass wir jetzt weniger Prozente bekommen, je nachdem, vielleicht 30 weniger, aber dafür auf alle. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch einen Gotenks hier haben, der besser gedupt ist, aber den wir nicht mitnehmen könnten, theoretisch, weil halt Vegeta schon drin ist, könnte es sein, dass wir selbst bei weniger Prozent durch den gedupten Gotenks ein bisschen mehr Leben dazu bekommen. Was ich damit sagen will, ich finde, Vegeta ist nicht wirklich unnötig. Weil der andere hat eine Einschränkung, dass man Rainbow bleiben muss, aber so kann man zum Beispiel, man könnte ihn auch als Mono-STR-Leader benutzen und dann einen Goku als Freund, falls man den Super Saiyan 4 nicht hat. Das ist ziemlich unpassend gerade. Oh mein Gott, ich war so weit und habe bis jetzt nicht cutten müssen und jetzt muss ich es doch. Ah, ich hasse mein Leben. Ich
habe den Faden verloren. Es geht mir darum, dass man halt mit diesem Vegito hier entweder auch den Mono STR-Leader ersetzen kann, wenn man möchte. Super STR-Team nur natürlich. Aber auch so wieder die Chance hat auf ein komplettes Rainbow-Team. Was so nicht möglich wäre. Und was mir aber zum Beispiel schon öfter... Ich benutze öfter drei physische Einheiten in meinem Team und dann noch irgendwie ein STR und ein AGL oder sowas. Aber ich habe noch nie wirklich ein Rainbow-Team benutzt. Heißt, für mich wäre Vegito ein bisschen besser. Das mal so dahingestellt. Dann gibt es natürlich noch die jeweiligen Mono-Teams. Weil so schön Tech Blue Vegeta auch ist, er passt natürlich nicht in ein Mono-STR-Team. Also muss man auch diese Möglichkeit mit in Betracht ziehen. Dazu habe ich jetzt mal ein Mono-STR-Team aufgebaut, was ich mir vorstellen kann. Hierzu ist anzumerken, dass man Kaba oder Gohan entweder austauschen kann. Weil Gohan ist allgemein nicht so der Beste, was Links angeht, aber ist an sich eine gute Karte. Ich würde ihn aber tatsächlich austauschen gegen... So, zack, STR, UR... Du musst nicht die komplette Seite resetten. Was zur Hölle? Was soll das? Ich würde ihn unter anderem austauschen gegen... Er darf ihn mir auch ruhig anzeigen, bitte. Ich habe gerade Dings ausgewählt extra. So, ihr könnt es euch schon denken, gegen den Super Saiyan 3 Goku hier. Da haben wir nämlich zwei Supporter mit drin, aber das ist nicht schlimm. So, und jetzt? Wir haben halt Super Saiyan 4 Goku, oder halt auch ihn als Leader, falls wir den nicht besitzen sollten. Könnt ihr nochmal... Das war das, was ich gerade erwähnt habe. Und Vegito LR, der durch 120% von beiden Seiten und seinen 90% auch nochmal auf guten Damage kommt. Außerdem hat er noch zwei Links mit Gogeta, wovon einer Prepare for Battle ist. Heißt, Ki kann er sich auch besorgen. Kaba boostet auch nochmal mit 2 Ki und 40%. Trunks hat jetzt nicht so dolle Verlinkung mit ihm und Goku auch nicht. Es meinten viele, er wird nicht optimale Mono-STR-Team sein, aber das kommt darauf an, wie man sich halt aufbaut. Ich würde ihn zum Beispiel zusammen in der Rotation mit Gogeta lassen, eben für diesen Prepare for Battle Link. Und außerdem, überleg mal, wie viele Tanks hat das Mono-STR-Team? Goku nach seiner Ulti. Für mich war es das eigentlich schon. Wir haben noch den Super Saiyan 3 Vegeta, aber der ist nicht dauerhaft. Und auch nicht wirklich optimal in so einem Team. Mit Vegeto hätten wir hier eine Karte, die seine Attack und seine Defense erhöht und noch auf der legendären Stufe ist. Heißt, er erhöht seine legendäre Defense, was wieder in unabmessliche... Naja, wenn er LR seine Defense erhöht um die 80-90%, sind das schon sehr hohe Stats. Vor allem, da er noch gedupt sein wird. Also auch hier haben wir jemanden, der ein bisschen einstecken kann. Gefällt mir persönlich gut. Und dazu jetzt mein letzter Punkt noch. Geht auch wieder um Teams. Er ist Free-to-Play. Das dürfte nicht viele von euch betreffen, aber ein paar sicherlich schon. Wir kriegen hier einen Free-to-Play-LR. Und damit wird es um einiges einfacher sein, demnächst Free-to-Play-Events wieder zu klären. Beziehungsweise Videos zu machen, Free-to-Play-Guides zu machen, allgemein ein Team aufzustellen, wie man ein Event besiegen kann. Überlegt euch doch mal, wenn ihr jetzt Vegeto als Leader nimmt, könntet ihr ein Free-to-Play-Strike-Team aufbauen mal als Beispiel. Dann ein Klatschtier. Die beiden Gotenkse, die sich gut mit ihm linken, weil sie Fused Fighter sind. Jackie Chan, der ein bisschen Tech supportet, was jetzt nicht so nützlich ist, außer für ihn und ihn hier. Aber der sealen kann. Des Weiteren vielleicht Mighty Mask, weil er, glaube ich, einen Attack- oder Defense-Lowering hat. Und ich glaube, der Trunks hier ist sogar Supporter. Und Tenshin Hang ist, glaube ich, auch einer. Aber auf jeden Fall viele neue Möglichkeiten. Es gibt ja noch viel mehr, das sind jetzt nur Strike-Charaktere. Es gibt allgemeine Free-to-Play-Section. Der INT-Free Goku, der Super Saiyan 3-Free Goku... Noch ein Super Saiyan 3 Free Goku sogar. Die B-Pan. Sehr viele Free-Einheiten, die man jetzt zusammen unter einem Leader benutzen kann, der recht gut Prozente gibt. Heißt, Super. Mono-Super-Teams, ja, Super-Teams werden der Shit in der neuen Free-to-Play-Branche. Und es wird so vielen Leuten alles einfacher machen. Heißt. Diese Karte könnte viel mehr hypen, als viele von euch meinen. Und deswegen wollte ich dazu jetzt mal ein Video machen, weil es ging mir echt auf den Sack. Ich habe oft gelesen, dass er halt nach dem JP-Vegeto einfach nichts mehr wert ist, dass er nicht mehr optimal ist, dass er an sich irgendwie... Wir wissen nicht, was aus ihm wird. Das ist meine Idee, was aus ihm wird, aber wir wissen es nicht wirklich. Wenn das irgendwie hier schon ein bisschen anders rankommt, was aus LR-Vegeto letztendlich wird, finde ich, es kann eine recht gute Karte werden. Und deshalb hier heute aufgezeigt, warum ich finde, dass er halt trotzdem in diesem Spiel noch Verwendung finden wird, selbst wenn die japanische Version gerade erst einen released hat. Das wollte ich unbedingt mal loswerden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Findet ihr, das war alles Schwachsinn und er wird keine Verwendung finden? Weil, also dann begründet es auch bitte, warum wird er keine Verwendung finden? Oder stimmt ihr mir zu und meint, er wird nützlich sein? Und habt ihr noch mehr Punkte, die zeigen, dass er umso nützlicher sein wird, sobald er da ist? Würde ich mal interessieren. Würde gerne mit euch in den Kommentaren diskutieren. Und damit war es das mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalassen würdet. Heutiges Like-Goal ist 224 Likes. Nein, 212. 215. 215. Wir treffen uns in der goldenen Mitte, fast. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao!